Was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video. So, wir werden heute 7 Tage lang immer auf ein Spiel tippen. Also heute ist Mittwoch, der 13.01.2021. Wir werden bis zum nächsten Mittwoch ein Spiel tippen. Gehen wir erstmal in die Tipico-App rein. Hier anmelden. So. Okay. Schon mal falsch. Okay. So, wir sind jetzt in der App drin, ihr seht. 10 Euro sind schon drauf. So, wir gehen auf heute, wir gehen auf Fußball. Und ich habe heute schon ein bisschen geschaut, was gibt es für Spiele und so. Ich habe mir da ein Spiel rausgezogen. Das ist das Feyenoord gegen Zwolle Spiel, Holland erste Liga. Da tippe ich über 2,5 Tore. So, haben wir das Spiel getippt. Feyenoord gegen Zwolle über 2,5 Tore mit einer 1,62er Quote. So, packen wir jetzt hier den 10er rauf. Kriegen 16,20 zurück, wenn das Spiel kommt. Um 9 Uhr geht's los. So, das ist unser erstes Spiel. Wette abgeben. Und die Wette ist abgegeben. So, das ist unser erstes Spiel, Freunde. Nochmal machen hier. Da, zeig's euch hier nochmal. So, okay. Das war's mit dem Video, Freunde. Wir sehen uns, würde ich sagen, morgen. So, Leute, heute ist der zweite Tag, der 14.01.2021. So, gestern hat uns leider Feyenoord einen Strich durch unsere Rechnung gemacht. Das heißt, wir haben unsere erste Wette verloren. So, das schauen wir uns mal an. 13. Januar. So, jetzt seht ihr es hier irgendwo angeblendet, Feyenoord zu belangen, sagt über 2,5. Das heißt, es sollten 3 Tore fallen. Es sind aber leider nur ein Tor gefallen. In den 64. hat Feyenoord das 1-0 gemacht und somit uns rausgeschmissen. So, jetzt gehen wir wieder auf die Tipico-App. Und heute werden wir 2 Spiele tippen, weil wir die 10 Euro wieder rausholen wollen. Ich bin gespannt, ob das klappen wird. So, melden wir uns hier erstmal an. So, die 10 Euro sind schon drauf, wie ihr sehen könnt. So, gehen wir auf heute. Nein, müssen wir uns nochmal zurück anmelden, was da passiert. Wir sehen uns gleich. Und da sind wir wieder zurück. Wie gesagt, 10 Euro ist schon wieder drauf. So, wir gehen auf heute auf Fußball. So, was haben wir? England. Arsenal gegen Crystal Palace. Wenn man sagt, Arsenal das Spiel gewinnt, die sind auch momentan sehr gut drauf. Arsenal gegen Crystal Palace. Nehmen wir Arsenal. Nein. Ich nehme nicht Arsenal. Arsenal nehme ich nicht. Wir gehen nach Italien. Sassuolo gegen Spal. Sassuolo gegen Spal, das nehme ich über 2,5, also wie gestern bei Feyenoord. Mit einer 1,60er Quote. Was gibt's noch? Türkei gibt's. Alanyaspor gegen Erzurumspor, das ist Pokal. 1,62, wieder eine 1,62er Quote. Bei über 2,5. Diesmal nehme ich das nicht. Diesmal habe ich mir dieses Fenerbahce-Spiel ausgesucht. Fenerbahce, das ist auch 1,52. Das ist Pokal. Ja, dann gehen wir doch nach England und nehmen das Arsenal-Spiel. Also Sassuolo Spal über 2,5 und Arsenal gegen Crystal Palace. Ein Heimsieg für Arsenal. So, Einsatz 10 Euro. Wette abgeben. So, damit haben wir wieder unser Tipp für heute abgegeben. Es sind 2 Stück, wie gesagt. So, ja, wir haben jetzt 20 Euro Einsatz gemacht. Und wenn wir heute gewinnen, haben wir einen
Gewinn von 5,12, also 5,12 Euro. Und dann werden wir, also für morgen werden wir 25,12 Euro auf ein Spiel tippen. Also immer versuchen zu, ja, nicht zu verdoppeln, aber in 0,5%, dass es hochgeht. Wenn ihr versteht, was ich meine. So, das war's mit dem heutigen Tipp. Ich würde sagen, wir sehen uns dann morgen mit dem weiteren Tipp. Ich hoffe, der Tipp kommt. Ja. Bis morgen. Leute, wir kommen zurück zum heutigen Spieltag Nummer 3. Wir haben gestern wieder verloren. Hier sieht ihr es eingeblendet. Arsenal hat nur gespielt gegen Crystal Palace. Da haben wir gesagt, dass Arsenal zu Hause gewinnen wird, aber die haben nur gespielt. Und Sassuolo hat zu Hause gegen Spal mit 0-2 verloren. Da haben wir gesagt, dass es über 2,5 Tore geben wird. Es sind leider nur 2 Tore gefallen. Damit sind wir 20 Euro im Minus. Und heute werden wir wieder ein Spiel tippen mit 10 Euro. Gestern habe ich mit der 10 Euro von heute 5 Euro gespielt. Also ich habe gestern nochmal einen Extraschein gemacht. Ja, und der ist gekommen. 3 Spiele haben wir getippt. Arsenal gegen Servalas Untertore. So kommen wir nur gespielt, wie gesagt. Und Real Madrid gegen Atletico Bilbao über 2,5. 2-1 hatte ich gespielt, glaube ich. Und Atalanta gegen Cagliari war es, glaube ich, über 3,5 Tore haben wir gespielt. Wir sind alle 3 gekommen. Mit 5 Euro haben wir 31 Euro Gewinn gemacht. Das heißt, wir haben unsere 20 Euro zurück. Und das Spielgeld von heute haben wir auch zurück. Also das heißt, wir haben im Endeffekt 36 Euro. Das heißt, wir haben 5 Euro plus gemacht. So, jetzt gehen wir auf die Tipico App. Jetzt sind wir in der Tipico App drin. Ihr seht oben 36,42. So, heute werden wir mit dieser 36,42 € für ein Spiel tippen. So, was gibt's heute? Wir gehen mal heute Fußball. So, Union Berlin spielt gegen Leverkusen. Das schauen wir mal. 1,90 Union. Ja, das Spiel ist ein bisschen schwer, meiner Meinung nach. Greuther Fürth gegen Paderborn. 1,55 für über will ich jetzt nicht nehmen. So, Braunschweig gegen, nee, Würzburg gegen Braunschweig, 1,90. Beigetreffen 1,9. So, dann gehen wir hier mal raus. Was gibt's in England? Okay, da gibt's die Kleinen, Italien, Lazio, Rom, nein. Frankreich, Montpellier gegen Monaco. Montpellier gegen Monaco beigetreten, 1,60. Montpellier gegen Monaco. Schauen wir uns mal die Tabelle an. Also 36 geschossen, 27 kassiert, 31 geschossen, 32 kassiert. Okay, Monaco ist besser als Montpellier. Die Führung, okay. Gut, Montpellier gegen Monaco, das Spiel tippen wir. Und zwar, wir nehmen, dass beide treffen. Oh, wir haben sogar eine Gratiswette. Die machen wir dann später. So. Einsatz 36,42. So. 36,42. Einsatz, Wette abgeben, nicht eins abgeben. So, damit ist die Wette für heute platziert. Montpellier gegen Monaco schießen beide Teams ein Tor. Okay. Damit sind wir wieder zurück und heute haben wir den 4. Spieltag. Wir schauen jetzt den Tipp an von gestern. Hier haben wir gespielt, dass Montpellier gegen Monaco beigetreten wird und es ist tatsächlich passiert. Monaco gegen Montpellier haben sich 2-3 getrennt. Also Monaco hat 3-2 gewonnen. Beide haben getroffen, damit haben wir die Wette richtig gehabt. So, wir haben jetzt ungefähr 58 Euro, wenn es mich nicht täuscht, 58 Euro auf dem Konto. Und heute geht es ja weiter. Heute haben wir uns das Spiel Fulham gegen Chelsea ausgesucht. Also Fulham gegen
Chelsea werden wir heute tippen. So, das Ganze seht ihr hier oben. Da seht ihr Fulham gegen Chelsea. Tipp über 2,5 Tore, Einsatz 58 Euro. Ja, wenn er kommt, ist mal glücklich. Wenn nicht kommt, dann haben wir von vorne an mit der 10 Euro und haben ein Minus von 40 Euro. Wir sehen uns dann morgen mit dem weiteren Tipp. Wir sind zurück. Heute ist der 5. Spieltag. Wir haben leider alles verkackt. Eigentlich wären wir 30 Euro im Minus, aber wir haben uns gestern noch die 8 Euro Cash Out zurückgeholt und heute haben wir auf dieses Spiel getippt. Wenn das Spiel kommt, haben wir 13 Euro. Ja, dann machen wir noch morgen und Dienstag ist dann der letzte Tag für das Video. Ja, gestern hat Chelsea leider nur 1-0 gewonnen. Fulham hat in der ersten Halbzeit eine Rote kassiert und Chelsea hat einen Lattentreffer gehabt, hätten sie ihn reingemacht. Vielleicht wäre es zu unseren Gunsten gewesen, aber leider ist es nicht so passiert. So, und heute, wie gesagt, der 5. Spieltag. Schauen wir mal, was passiert. Wir haben noch 2 Spieltage vor uns, Montag und Dienstag ist dann das Abschlussvideo. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns. So, was geht ab? So, willkommen zum Abschlussvideo. Eigentlich hätten wir am Dienstag das Video beenden sollen, aber ich sehe da jetzt keinen Sinn und keinen Zweck mehr, das Experiment weiterzumachen. Gestern hat Beşiktaş gegen Galatasaray 2-0 gewonnen. Wir haben gespielt, beide Treffen. Es ist leider nicht gekommen und somit haben wir ein Minus von 30 Euro. Ich habe im letzten oder im vorletzten Video, nicht im vorletzten, im davor oder vorletzten im Video gesagt gehabt, ja, wir haben 40 Euro Minus, aber nein, es ist nicht so. Wir haben 30 Euro Minus, weil wir ja ein bisschen was dazu gewonnen hatten. So, ich würde sagen, lasst mir ein Like da, wenn das Experiment euch gefallen hat. Schade, wir haben es nicht 7 Tage lang durchgezogen, aber wie gesagt, es bringt wirklich nichts weiter zu machen. So, ja, abonniert den Kanal und ich würde mich freuen, wenn ihr mir ein paar Kommentare da lässt. Also, wir sehen uns zu einem nächsten Video. Passt auf euch auf und ciao.